Scanners an Overlord. Scanne nach Feinden. Halte nicht, Abschaum! Es kocht eins an Overlord. Lass die Falle zuschnappen. Jetzt haben wir euch. Ziel erfasst! Sie rennen um ihr Leben. Der gehört mir. Zerstört. Ein weiterer Abschuss und ein weiterer Shed näher am Sieg. Neu formieren! Commander. Malgos. Eure Unterstützung bei den Operationen der 38. Flotte war beispielhaft. Aber jetzt benötige ich sie für einen Sonderauftrag. Kaiserin Asina lädt euch zu einem besonderen Treffen des Rats der Sith im Weiken Raumdock ein. Dort werden wir die Details der Operation besprechen. Nur wenige Nichtmitglieder wurden jemals zu so einem Treffen eingeladen. Das zeugt von unserem Respekt für eure Stärke. Eure Einladung ehrt mich. Ich nehme sofort Kurs auf das Weiken Raumdock. Wir erwarten eure Ankunft. Malgus Ende. Der Meridian-Komplex, eine moderne Werft der Republik. Sie steht kurz vor der Fertigstellung auf Corellia. Meine Spione berichten, dass sie Schiffe schneller produzieren kann als jede unserer Werften. Und dabei verbraucht sie nur halb so viel Energie. Das ist wohl kaum möglich. Basierend auf den technischen Messwerten, die Xarion beschafft hat, kann ich euch versichern, dass es durchaus möglich ist. Malgus, Krovos! Wie lautet euer Plan, um diese Anlage zu zerstören? Wir haben unsere Frontpositionen gesichert und bis auf die wichtigsten Kriegsschiffe alle Einheiten abgezogen, um eine Angriffsflotte von unvergleichbarer Größe und Stärke zusammenzustellen. Unter unserer Befehlsgewalt wird diese mächtige Flotte die neue Werft der Republik zu Asche verbrennen und jede Hoffnung auf den Sieg, die ihre Anhänger noch hegen mögen, vernichten. Ist die Werft das einzige Ziel? Was sind eure Pläne für den restlichen Planeten? Vielleicht verfolgen wir zusätzlich ein paar Gelegenheitsziele, aber wir sollten nicht voreilig sein. Wir haben genug Tanker, um unsere Flotte ohne Zwischenstopps nach Corellia zu bringen. Unsere Feinde haben das nicht. Die Republik wird aus allen Ecken der Galaxis Verstärkung herbeirufen. Wo immer sie anhalten, um ihre Vorräte aufzustocken, müssen wir sie angreifen und zerstören. Wir haben bereits einen möglichen Anlaufpunkt zum Auftanken für die Schiffe der Republik identifiziert. Den Planeten Onderon. Praktischerweise bin ich bereits dabei, die Kontrolle der Republik über diesen Planeten zu untergraben. Allerdings sind meine Truppen nicht gerade zahlreich. Doch mit der Unterstützung der Allianz und ihres Kommandanten können wir bestimmt jegliche Verstärkung der Republik, die dort vorbeikommt, erfolgreich aufhalten. Eure Vorgängerin war nicht gerade eine zielstrebige Verbündete. Ich hoffe, ihr seid anders. Ich bin zuversichtlich, dass wir gut zusammenarbeiten werden. Hervorragend! Eure Spione sollen in Position bleiben, Xarion. Wir müssen alles über die Werft und ihre Verteidigungseinrichtungen wissen. Anatel, Vovron, unterstützt Malgus und Krovos, wo ihr nur könnt. Diese Operation ist für das Imperium von höchster Priorität. Verstanden. Meine logistischen Netzwerke stehen Ihnen zur Verfügung, Kaiserin. Dann ist dieses Treffen damit beendet. Thank you.
Commander, schön euch hier zu sehen. Major Anri, nehmt ihr an der Mission auf Onderon teil? Nein, ich wurde für Darth Wafrons Mission eingeteilt. Wir sind unterwegs zu einem ausgebeuteten Felsklumpen namens Mekscha. Gerüchten zufolge sehen wir uns vielleicht später auf der Oberfläche von Corellia. Wir haben uns seit Ossos nicht mehr gesehen. Wie geht es euch? Alles beim Alten. Ich fliege irgendwo hin, sprenge was in die Luft, schleiche mich irgendwo rein, bringe alle um. Das Übliche halt. Aber um ehrlich zu sein, wird alles eintönig, wenn man einmal mit echten Profis gearbeitet hat. Wisst ihr, was ich meine? Major Anri, ich muss mit der Kommandantin sprechen. Allein. Natürlich, mein Sith Lord. Bitte entschuldigt mich. Bis zum nächsten Mal, Commander. Es liegt in der Natur der Sith, ihren eigenen Vorteil zu suchen. Das gilt besonders für Ratsmitglieder. Ein Sieg auf Corellia kommt uns allen zugute. Er bringt uns alle weiter. Sollten Lord Savik oder ein anderes Ratsmitglied in meiner Abwesenheit ihre Prioritäten vergessen, dann erteilt euch die Kaiserin die Erlaubnis, sie daran zu erinnern. Früher haben die Sith gemacht, was sie wollten. Und wir haben verloren. Diesmal nicht. Lord Savik erwartet euch. Lebt wohl, Commander. Lana, bitte melden. Unser Ziel ist Onderon. Bringt alle verfügbaren Truppen. Alles Weitere besprechen wir, sobald wir alle hier sind. Verstanden. Wir brechen sofort nach Onderon auf. Ja, hallo und herzlich willkommen im Update von Onslaught, im neuen Update. 6.0 ist es, glaube ich. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ihr das jetzt hier schon seht. Ich konnte nicht warten. Ich habe ja geschrieben, ich glaube, drei Leute haben es gesehen, zumindest drei Leute haben einen Daumen hoch gegeben, dass ich es eigentlich streamen wollte, weil ich bin noch etwa 1 bis 2 Wochen bin ich von streamingfähigem Internet weg. Und also die Kabel sind soweit alle gelegt hier. Die müssen eigentlich nur noch gespliced werden und die Telekom muss noch anschließen. Danach habe ich Internet. Wer hätte das gedacht? Voll gut. Und dann kann ich streamen. Und ich wollte es eigentlich streamen. Es juckt mir in den Fingern. Ich bin zu sehr, auch wenn ich nicht oft online bin, ich bin sehr Fan von Esveto. Also ich mag das. Und ich hoffe, ich habe die Hoffnung, dass, die hatten ja gesagt, dass die sich wieder auf die Story besinnen wollten. Ne? Die wollten ja ursprünglich, wollten sie Star Wars zu einem WoW-Klon oder Killer machen, aber ne, das und das ist doof. Star Wars lebt von der Geschichte hauptsächlich und da wollen die jetzt auch wieder zurück. Und ich hoffe, dass das funktioniert so. Und ich bin ich bin gerade echt glücklich, dass ich jetzt hier bin und ich konnte es nicht abwarten. Ich habe, wartest du noch eine Woche oder nee oder hier da oder da. Heute waren sie nicht da, die Leute vom Kabelmenschen, die Kabelmenschen Leute. Ihr wisst schon. Und also, jetzt willst du aber nicht nochmal 2 Wochen warten, wenn die Telekom das erst verspätet anschließt, dann vielleicht noch eine Woche warten, bis das neue hier Router und die ganzen Zugangsdaten kommen und was auch immer. Und dann, nee, wollte ich nicht. Und jetzt werde ich das mühselig abends wieder hochladen. Ich muss nur gucken, ich glaube, ich übersteuere so ein bisschen. Ich habe eben gerade bei Malgus so ein bisschen den Ton runtergedreht. Ich hoffe nicht, dass ich übersteuere. Ich glaube, ich bin ja bei einem roten, aber es gibt, glaube ich, noch. Ja, ein bisschen leiser. Ich kann mich ja noch mal lauter machen irgendwann. So, es hat sich eine Menge verändert. Es gibt einmal vom Aussehen her, ich muss erstmal durchsteigen. Ich steige da selber gerade gar nicht durch. Dieses Ganze also sieht sehr schön aus. Also ich muss sagen, sieht anders und sieht sehr schön aus. Und mir gefällt jetzt hier auch dieser Vergleich, der sieht ganz gut aus. Und was anders ist, das hier sieht auch anders aus. Und es gibt ja jetzt taktische Vorteile. Zwei verschiedene. Einmal die, keine Ahnung, ich glaube irgendwie zwei. Ich hab's mir durchgelesen, aber ich hab's schon wieder vergessen. Es gibt einmal die Set-Boni. Und die Set-Boni können verändert werden. Je nachdem was. Also das kann, man kann auch als Tank, glaube ich, auch Set-Boni vom vom DPS-Typen oder sowas nehmen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall taktische
Sachen, da kann man dann so spezielle Fähigkeiten austauschen, beziehungsweise zum Beispiel als Tank, was weiß ich, oder sie hatten einen Schaden, hatten sie da als Beispiel, dass man ein Schild aufbaut, der dann irgendwie Schaden abgibt, für jeden Schlag, den er drauf kriegt, so. Zum Beispiel, um den Tank ein bisschen aggressiver gestalten zu können. So, und ich bin hab noch gar nicht durch alles durchgeguckt hier. Handwerksmaterialinventar. Aber wo ist denn das denn jetzt hin? Das ist die Frage, wo das jetzt hingekommen ist. Meine ganzen Sachen. Es hat sich relativ viel verändert, glaube ich. Ich habe die Patch noch nicht alle. Ich habe gar nichts gelesen. muss ich gestehen. Inventar, Fähigkeiten. Wir kriegen neue Levels. Ne, da wollte ich irgendwie nicht hin. Wie heißt das? Gefechtsgeschicke, ne? Es gibt neue Fähigkeiten. Eine neue Fähigkeit hier. Ich glaube, das ist die, die neu. Ist die auch neu? Ne, das ist Stufe 68. Ne. Es gibt hier eine neue. Es gibt dann auf jeden Fall neue Fähigkeiten. Es gibt eine, die. Ich glaube, es kann sein, dass die dann. Die neue, die dann im Zusammenspiel ist mit den. Mit den taktischen. Ich will eigentlich keinen Blödsinn erzählen, weil ich weiß selber. Ich weiß selber noch nicht, wie, was und wer und warum. Und so. Und deswegen muss ich mich erstmal. Ich möchte erstmal die Story spielen und dann muss ich mich mal drum kümmern, wie das alles so miteinander und überhaupt und so. Ich glaube, angeblich soll das Gear auch besser über PvP freispielbar sein. Wir haben zwei Flotten. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Haben die hier? Hier haben sie nichts. Schade, dass sie hier nichts geändert haben. Hier haben sie auch nichts geändert. Also Missionslogbuch haben sie auch nicht geändert. Ich habe noch ganz viel. Das habe ich schon so lange noch. Allerdings. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das jetzt schon spiele. Kartellmarkt. Ja. Ich würde ganz gerne diese Twi'lek. Ich habe schon den Namen jetzt schon wieder vergessen. Spielen. Ich habe zugeschlagen, als diese ganzen Aktionsdinger waren, weil ich hatte ja 3 Monate abonniert. In den 2 Wochen muss ich das wieder machen, damit ich den Status nicht verliere. Und da habe ich hier so ein schönes mandalorianisches Siegel da gekauft und für meinen Schattentank auch was. Und ich habe vorsorglich hier das hier schon gekauft. Den Ruhm. Den Dingsruhm. Aber vor der Stufe 70 sind wir ja. Ich glaube, bis 75 geht es, ne? Habe ich das schon? Nee, doch. Kann ich das nicht? Warum kann ich das nicht aktivieren? Ich kann es nicht aktivieren. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht geht das nicht wegen der Story. Keine Ahnung. So, wo habe ich denn jetzt? Da. Alles klar. Habe ich nicht auch. Ist egal. Wir spielen jetzt mal weiter. Wir wollen ja nicht. Ja, Vertrauensbeweis wirklich starten. Jawohl. Fangen wir mal an. Es wäre schön, wenn diese Twi'lek oder Twi'lek, manche nennen es ja, reden es Englisch aus, wenn die ja, sich uns anschließt. Das wäre schön, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die ist sehr loyal dem Imperium gegenüber. Es könnte höchstens sein, dass man die uns zuweist. Das könnte höchstens sein. So ein bisschen. Jetzt geht's aber wieder los. Willkommen auf Ondaron. Dies ist das königliche Jagdschloss von König Petruv, dem aktuellen Herrscher des Planeten. Seit Jahrhunderten ist Ondaron ein Planet der Republik. Petruv ist das ziemlich egal. Er will nur die Ressourcen seines Planeten an zahlende Kunden verkaufen. Und da kommt das Imperium ins Spiel. Genau. Petruvs Gier macht ihn zu einem leichten Ziel für Saviks Manipulationen. Aber seine Adligen spielen da nicht mit. Petruv sitzt zwar auf dem Thron, aber die Adligen kontrollieren die Hauptstadt und täglichen Abläufe. Wenn sie von seinen Beziehungen zum Imperium erfahren, könnte er gestürzt werden.
Und was ist mit der republikanischen Flotte, die wir hier zerstören sollen? Die sammelt sich noch im Orbit. Sie bereiten sich darauf vor, ihre Tanks und Vorräte wieder aufzufüllen. Savik verfügt nicht über die nötigen Ressourcen, um die Flotte direkt anzugreifen. Wir nehmen an, dass sie Petruf dazu bringen will, das für sie zu tun. Was haltet ihr von Darth Savik und König Petruf? Savik ist scharfsinnig, fähig. Sie hält sich ganz klar lieber aus direkten Kämpfen heraus. Petruf ist ein Narr, aber kontrollierbar. Er stellt keine Herausforderung dar. Seid ihr bereit? Immer. Normalerweise immer. Also, vielleicht, ich muss mal gucken. Habe schon Mittag gemacht. Ja, und Gewerkschaft sagt, ich muss eine halbe Stunde Mittag machen. Ja, königliches Jagdschloss. Hier steige ich, da muss ich mal gucken. Hier steige. Gibt es neue Tech-Fragmente? Das muss auch neu sein. Komplett neue Kopf, Ausrüstung, eine Wirkung von diesen Höhepunkten. Keine Ahnung, das ist, keine Ahnung, was das ist. Die ändern ja auch ständig ihre Tokens irgendwie. Ich wünschte, die würden das alle mal einheitlich machen irgendwie. Früher war es besser. Da gab es irgendwie, zumindest beim PvP gab es nur zwei verschiedene Token. Ein ausgestopptes Vieh könnte sich auch ganz gut in meiner Apartment machen. Oder das zum Beispiel? Ja, gut. Hallo. Hallo, reiche Dame. Wie geht's Ihnen? Noch eine reiche. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine reiche Dame, aber das ist ein Kerl. Okay, der sieht nicht so reich aus. Wir machen entweder mit dem oder mit dem. Ist mir egal. Die hat Schmuck um, der nicht. Die wird sich immer umdrehen. So. Sieht schick aus. Man muss auch mal die Diskette hochhalten, sozusagen. Man muss auch mal gucken, wie schön das ist. Oh ja, das hätte ich ganz gerne. Bitte als Trophäe. In Wahrheit sind die alle nur paralysiert und im Notfall wird da ein Implantat, der da drin ist, deaktiviert und dann fressen die ganzen Leute auf. Ich finde die Kleidung auch ganz cool eigentlich. Also das könnte ich mir auch für einen Jedi vorstellen, ne? Den Gürtel vielleicht nicht so, aber für einen Jedi könnte ich mir das durchaus vorstellen. Für eine weibliche Jedi. Finde ich nicht hässlich. Hier oben. Oh, die hat auch Geld. Na, so. Guck mal dahin. Zack. Und weg ist das. Wie heißt denn das? Halsband? Keine Ahnung. Halsband ist vielleicht falsch ausgedruckt. Das Sklavenband. Ist nur getarnt. Da ist noch eine. Ich glaube, das ist eine Zwillings. Ja, guck mal, ich hab deinen Zwilling kennengelernt. Es sieht schon schick aus. Also, solche Wesen, ne? Das sind solche Sachen. Die will man aber auch nicht kennenlernen. Also hier so sind die ganz cool, solche Sachen, ne? Ist ganz cool anzusehen. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Raumfahrer, landet auf dem Planeten und euch greifen solche Viecher an, ey. Ich glaube, darauf kann man auch verzichten. Aber die hier in Star Wars sind ja alle, ne? Da sind die ja alle mega krass drauf. Da kann man ja alles, die sind ja, haben ja alle Eier aus Stahl. Beton. Ist noch so ein Vieh. Noch so ein Vieh. Ich habe übrigens meine Oberfläche ein bisschen geändert, ein bisschen, wie ihr seht, so ein bisschen durchsichtig, damit das für euch vielleicht besser aussieht. Ich hatte das nämlich mal für meine Sith-Kriegerin. Ich wollte da ja immer ein Let's Play nochmal von machen. Hat auch angefangen, ich wollte es immer ein bisschen anders machen. Aber das ist ultra viel Aufwand zum Schneiden und zum Schneiden und noch andere Dinge. Da habe ich bisher nur eine Folge fertig gehabt, und beziehungsweise ich habe dann auch das Interesse verloren, aber das können wir dann, wenn ich streame, können wir diese Sith-Kriegerin können wir dann spielen. Fangen wir von vorne an nochmal. Ich habe einen Namen und das Aussehen finde ich ziemlich geil, das Aussehen von ihr und den Namen passt auch ganz gut. Dann löschen wir die nochmal, machen wir die nochmal neu und dann fangen von vorne an. Ist ein bisschen schade, weil ich würde ganz gerne die Beziehung mit Jessa Wilson heißt die, glaube ich, ne? Kennenlernen, aber das wäre dann irgendwie mein vierter, fünfter Juggernaut.
Nur um dann diese Beziehung da kennenzulernen. So, gut, gehen wir mal hier rein. Story muss weitergehen. Schau mal, Scorn. Ja. Achso, es passiert was. Ich war überrascht über eure Abwesenheit, als ich aus dem Senat zurückkam, mein König. Wann werdet ihr die Hauptstadt besuchen? Ich kehre zurück, wann immer es mir beliebt. Wir haben Dinge zu besprechen. Wann glaubt ihr, dass es euch beliebt, zurückzukehren? Ihr überschreitet eure Kompetenzen, Senatoren. Es ist eure Aufgabe der Republik, meine Entscheidungen mitzuteilen, nicht sie zu hinterfragen. Stört mich nicht noch einmal. Die Einmischungen der Adligen waren schon schlimm genug, ohne dass Nebet sie weiter aufgewiegelt hat. Das ist inakzeptabel. Bin ich nicht der König? Herrsche nicht ich über diese Welt? Sie respektieren ganz offensichtlich eure Macht nicht, mein König. Und die Senatorin hierher zu schicken, vielleicht glaubt die Republik, man müsste euch überwachen. Aber sorgt euch nicht darum. Ich habe einen mächtigen Verbündeten hier, der dafür sorgen wird, dass die Pläne eurer Feinde vereitelt werden. Darf ich euch den Kommandanten der Allianz vorstellen? Ich freue mich darauf, euch in der Stunde eurer Not beizustehen, König Petruf. Hervorragend, ganz hervorragend. Ich bin sicher, ihr seid sehr fähig. Ah, Nebets Provokationen haben mich ausgelaugt. Ein herzhaftes Mahl wird zu meiner Genesung beitragen. Genießt euren Aufenthalt. Wie ihr sehen könnt, frisst mir der König praktisch aus der Hand. Er ist der Schlüssel zu unserem Sieg hier. Onderons Hauptstadt verfügt über mächtige Verteidigungskanonen, die republikanische Flotte im Orbit spielend zerstören könnten. Die Kanonen können nicht ferngesteuert werden. Aber wenn wir den König zu einem Bürgerkrieg gegen seine Adligen anstiften, sollte das als Ablenkung genügen. Wir werden die Hauptstadt im Chaos der Schlacht infiltrieren, die Kontrolle über die Kanonen an uns reißen und die republikanische Flotte vernichten, ehe sie überhaupt wissen, dass sie in Gefahr sind. Petruf ist zu dumm, um verlässlich zu sein. Ich bezweifle, dass er das für uns erledigen kann. Solange wir ihn führen, wird er tun, was nötig ist. Petruf vermutet bereits, dass seine Adligen gegen ihn vorgehen wollen. Wir müssen diese Paranoia nur noch verstärken. Durch Vermittler habe ich Söldner angeheuert, die das Jagdschloss infiltrieren und den König ermorden sollen. Zum Glück werdet ihr im richtigen Moment zur Stelle sein und diese tödlichen Angreifer ausschalten. Ihr werdet den König retten, sein Vertrauen verdienen und gleichzeitig die Kluft zwischen ihm und den Adligen vertiefen. Kein Problem. Wann treffen Sie ein? Wenn meine Berechnungen korrekt sind, sollten die Söldner jeden Moment eintreffen. Ich führe euch gern über das Kommen zu ihnen. Viel Glück. Danke. Ich habe mir gerade überlegt, wir sollten vielleicht den Helm abnehmen. Ich weiß nur noch nicht wie. Wie kann ich denn jetzt den Helm abnehmen? Aktuell genutzte Kopfslot auswählen, da. Jawohl, das nehme ich. Hä? Achso, das ist jetzt aktuell aktivieren. So, jetzt haben wir's. Alles klar, los geht es. Dann retten wir mal den König vor unserem selbst inszenierten Attentäterangriff. Und gucken dann. Moment. Ich habe doch hier Maschinen gehört. Die bringen doch nicht so einen Riesenente dabei. Haben die doch nicht so eine Riesenente dabei? Das ist doch. Ich hätte vielleicht fragen sollen, was auf uns zukommt, aber hätte gesagt, na, ihr schafft das doch ohne. Und dann brauchen wir auch noch ein bisschen Spaß, muss doch auch. Ich habe eine Operation gefunden. Oh, Wachen! Hilfe! Eindringlinge im Palast! Jawohl, ich lade meine Rakete. Attentäter! Sie werden niemals in meinen Schutzraum eindringen. Ärger im Anmarsch. Eliminiert sie.
Keine Sorge, ich bin ganz zufällig hier in der Nähe. Und ich bin auch super kompetent. Ja, meine Fähigkeiten sind noch nicht bereit. Und jetzt? Kann ich. Ich heile mich erstmal. Weil die ist, glaube ich, genau, die ist auf Schaden. Ist im Moment auf Schaden gesetzt. So, was ist jetzt noch? Besiege die Attentäter. Hier ist doch gar keiner mehr. Ach doch, da hinten. Habt ihr das gesehen? Moment. Ist das noch eine andere Animation oder fällt mir das nur jetzt erst auf? Wahrscheinlich fehlt mir das jetzt erstmal auf. Ich müsste mich mal mit einem anderen Charakter anmelden, um einfach zu sehen, um so ein bisschen zu gucken, wie das Ganze hier läuft. Ach, wisst ihr was? Wir können das gar nicht einsetzen, weil hier steht zwar erfordert Stufe 70, aber ich glaube, dass das eigentlich 75 heißen muss. Also dass wir erst diese. Ne? Dass wir erst das unsere Erfahrung voll machen müssen. War ja vorher auch so. Fällt mir gerade ein. So, guck mal, die schläft hier. Guck mal, die hat nämlich volles Leben und die liegt da nicht. Das heißt, die muss schlafen. So, runter ins königliche Quartier. Leider ist es ein König, keine Königin. Das wäre viel besser, wenn man dann sagen würde, ins Quartier der Königin. Aber dann gibt es auch nur wieder Ärger dann am Ende. Huch. Ach ja, es gibt eine neue Spezies, ne? Es gibt ja die Nautolania. Ist ganz cool. Hatte man sich auch mal gewünscht, glaube ich. Ich kann sie vor dem Schutzraum. Gestattet uns, euch zu helfen, mein König. Aber ich würde mir tatsächlich noch mehr eine neue Klasse wünschen. Ich hätte damals gedacht, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt oder so, dass mit... Na, wie heißen die? Uvalkorion startet da mit den Rittern. Die haben ja so ein Schild und ein Speer. Da habe ich eigentlich erwartet, dass daraus vielleicht eine Klasse gemacht wird. Das könnte man gut eine Angriffsklasse machen. Aber da muss man auch wieder eine eigene Story rausfahren. Das wäre nochmal sowas. So. Meh. Hat der mich grauen? Danke. Danke, liebe Marco. Dass du mich beschützt. Kontrollieren den Thronsaal. Findet die Sicherheitsstation. Dass du mich beschützt, obwohl ich immer mit der anderen flirte. Das ist auch ein bisschen seltsam, ne? Man flirtet immer mit den anderen. Aber irgendwie sagen... Hey, wie komme ich denn da jetzt rein? Hier müsste doch der Schutzraum sein, oder? Hacke die Sicherheitskonsole. Ach, da geht's weiter. Eben sah es gar nicht. Also, eben auf diesem Bild sah es eben so aus, als wenn das hier abgeschnitten wäre. Und ich dachte, ich müsste da irgendwie erst einen Weg durchfinden. Na, alles klar, dann ist egal. Halt, ja. Ich bin nicht nur zur Zierde da. Trick 17. Oh, hier hinlaufen, da hinlaufen. Ach ja. Es macht schon Spaß, wieder was Neues zu spielen. Das ist gut. Gefällt mir. Nein, da nicht. Was gut wäre, wenn sie so ein Update jedes Jahr, also ein bisschen so WoW-mäßig, ein Update jedes Jahr. Ich würde darauf auch Geld bezahlen, wenn es entsprechend groß ist. Ich glaube, WoW verkauft seine Sachen irgendwie. Ich weiß nicht, kosten die 50 oder 60 Euro das Update oder so, aber das ist dann halt auch riesig. König Petrüff, wir sind jetzt auf dem Weg zum Thronsaal. Gut, haltet sie auf und ihr werdet belohnt. Und ich glaube, da sind die meisten auch dann zufrieden, wenn das riesengroß ist und mit ganz viel, also riesengroß würde heißen, vielleicht zu allen vier Klassen
oder 8 Klassen eine eigene Story zum Beispiel oder 2 verschiedene Stories, so wie bei WoW, einmal Republik, einmal Imperium. Mit vielleicht pro Klasse so kleine Änderungen oder so, keine Ahnung. Ich glaube, da werden die Leute dann auch zufrieden. Oder mehr zufrieden. Wir könnten eigentlich dran vorbeilaufen, oder? Können wir nicht, weil die müssen alle sterben erst. Schade, ich wollte gerade hier noch eine Frau machen. So. Oder. Bin ich. Da kommt man nicht durch, wir müssen wieder zurücklaufen. Ich habe hier Mr. Jetpack. So ein Labyrinth hier. Aber ist gut aufgebaut. So. Gree. Nee, Gant. Und da. Gant ist es. Der ist Gant nicht mehr so schlecht. So. Achso, meine Sif. Kriegerin, mit der ich gespielt habe, das war auch eine Tank. Tankine. Weil ich habe keinen Juggernaut-Tank. Und ich wollte die immer. Ich habe noch nie so ein. Also nie, eigentlich nie richtig Tank mit der Klasse gespielt. Deswegen wollte ich das immer machen. Könnt ihr das lesen? Ich weiß es gar nicht. Der Gant sagt, dieser Gant ist beschämt über seine Niederlage. Ein Hinterhalt. Wir wurden von Anfang an getäuscht. Aber wie und warum? Spart euch die Fragen. Nehmt eure Verwundeten und verschwindet, solange ihr noch könnt. Dieser Gant ist überwältigt. Ich nehme an, die skrupellosen Attentäter wurden bestraft. Jetzt, wo das Gebiet gesichert wurde, können wir den Schutzraum verlassen. Na, haben wir das nicht gut gemacht? Ja, als wenn so geplant wäre. Das ist unerhört! Sie denken, sie könnten mich töten? Mich? Ich bin der König von Onderon! Sobald sie sich eurer Stärke bewusst geworden sind, war Nebet und ihren republikanischen Verschwörern klar, dass sie euch nicht mehr kontrollieren könnten. Euch zu töten war die einzige Alternative. Aber ich bin der König! Ja, ich habe meine Droiden eingesetzt, um das Gebiet zu verteidigen. Ich versichere euch, dass ihr jetzt sicher seid. Gut, gut. Exzellent. Gut gemacht, ja. Mein König, was ist mit euren Cousins? Sind sie immer noch auf dem alten Prüfungsgelände? Und? Was haben sie damit zu tun? Es ist möglich, dass sie auch in Gefahr sind, guter König. Wenn eure Feinde euch angreifen, könnten sie es auch auf eure Familie abgesehen haben. Aber der Commander, der euch so tapfer gerettet hat, kann bestimmt auch das Leben eurer Cousins retten. Ich würde gerne Angst machen. Sollen wir mal? Ja, scheiß drauf, oder? Eure Feinde sind zweifellos ohne jeden Skrupel. Es könnte schon zu spät sein, aber ich tue, was ich kann. Unvorstellbar! Sie haben königliches Blut. Ich kann es nicht glauben. Mein Blaster. Ich brauche meinen Blaster. Ah, wo habe ich ihn hingetan? Mit diesem Arsch. Seine Leichtgläubigkeit übersteigt selbst meine größten Schätzungen. Wir gaben ihm Angst. Jetzt müssen wir ihm Zorn geben. Findet die Cousins des Königs auf dem alten Prüfungsgelände. Tötet sie. Und hinterlasst Hinweise darauf, dass Nebet dafür verantwortlich ist. Petruf wird Vergeltung fordern. Und wir haben unser Ablenkungsmanöver. Wir sollten sie nicht töten. Als Gefangene könnten sie uns noch nützlich sein. Und Petruf wird keinen Unterschied erkennen. Sie sind noch stumpfsinniger als der König. Ich bezweifle, dass die Umstände gerechtfertigt sind. Aber macht, was ihr wollt, Commander. Die Wildnis von Onderon ist trügerisch. Ihr solltet jemanden finden, der sich dort auskennt. Schnelligkeit ist entscheidend. Die republikanische Flotte wird bald mit dem Auftanken beginnen. Aber mein Plan entwickelt sich prächtig.
der Sieg wird unser sein. Ich muss mal gestehen, dass ich so ein bisschen neidisch bin auf, auf die Fähigkeiten der Thiv, Intrigen zu schmieden. Ja, das würde ich auch gerne können. Man würde so viele Vorteile, die Leute gegeneinander ausspielen und man hätte so viele Vorteile davon. Ja, man wäre ich wäre ein ziemlicher Arsch und böse und sowas alles, aber man hätte das Leben wäre so viel einfacher dann eigentlich, also ne, also zumindest solange es dauert. So, aber ich glaube, wir töten die Cousins, würde ich sagen, wenn die noch dümmer sind als der König. Ich dachte, dass die so ein bisschen, keine Ahnung, so als Druckmittel am Ende noch oder vielleicht Geheimnisse verraten oder wie auch immer. Aber wenn die so blöd sind, dann noch blöder als der König. Ja, dann brauchen wir das auch nicht. Brauchen wir die nicht retten eigentlich. Ah, Commander, ich glaube, ich habe ein paar einheimische Führer gefunden, denen wir vertrauen können. Jacaro, C2D4. Alter Freund, die Zeit ist gut. Zumindest weitaus besser als zu uns. Wir brauchen das wirklich. Kennt ihr euch auf diesem Planeten aus? Haben Sie meine zahlreichen Erzählungen über unsere Dienste für die verstorbene Königin Lina vergessen? Wenn nur ihr Sohn ihre Intelligenz, ihre Anmut oder ihr Aussehen geerbt hätte. Sie ist tot, Uride. Komm damit klar. Keine Sorge, der mächtige Jacaro kennt jede Bestie und Gefahr auf dieser Welt, weil er sie alle bezwungen hat. Ich überlasse euch ihren fähigen Händen, Commander. Viel Glück. Ach ja, Hände. Ja, früher hatte ich auch mal welche. Ja, ich glaube, ich mache Folgendes. Wir müssen nur ein paar rechtlich fragwürdige Gegenstände besorgen, damit alles nach Plan verläuft. Zum Glück haben wir hier genau die richtigen Freundschaften geschlossen. Nicht wahr, Jacaro? Die Lieferung sollte bereits auf uns warten. Hält auch mal die Schnauze? Wo... Ich müsste auch mir alles anzeigen. Das sind nämlich Hauptgespräche. Untertitel mache ich mal 80%. Damit müsste das besser sein. Das war nämlich ursprünglich für meine Sith-Geschichte gedacht, damit das nicht so auffällt. Aber hier ist das, glaube ich, besser. Dann muss ich nicht vorlesen. Und... Ja, ihr wisst dann immer besser Bescheid. Weil manchmal sind die auch so schnell weg, diese Gespräche. Schon wieder. Ich frage mich, wo der diese Dinger gekauft hat. Die hätte niemals selber erledigt. Die sind doch Mandalorianer. Ey, Kumpels, ich bin Mandalors Freund. Ey, Alter, schubst mich nicht. Drecksack. Was ist mit Rev passiert? Hab ihn nirgends gesehen. Er hat zu viele Fragen gestellt. Oh, verstehe. Was? Wir machen nochmal auf Schaden. Taktische Gegenstände. Geil. Ach, jetzt sind wir hier. Was ich auch sehr cool finde an... Ich habe das vor langer Zeit schon mal geschrieben. Gesagt. Dass ich ziemlich die Art und Weise, wie Ezo seine Geschichte erzählt, ganz cool finde, weil die verwenden nämlich Instanzen. Da passiert was in der Geschichte, angenommen, das Dorf wird angegriffen und dann gehst du raus aus dem Dings und das Dorf, was vorhin heile war, wo du eben lang gegangen bist und wo da alles in Ordnung war, kommst raus und das Dorf steht völlig in Flammen. Und ja, das finde ich ziemlich cool, aber du bemerkst diesen Übergang in diese Instanzen fast praktisch gar nicht. Das finde ich sehr cool. Ein erfahrener Jäger wie ich hat viele Tricks zu verkaufen. Archäologin. Krieger. Ist eine Kantine, ne? Kantine. Ach, hier kein Ruhebonus hier, also es ist keine richtige Kantine. Vielleicht ist das Ganze hier immer noch Ruhemodus. Ein Ruhebereich. Glaube ich, heißt das, ne? Jo. Dann würde ich sagen, bevor wir weitergehen, machen wir mal kurz Stopp.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ja. Wenn es wieder heißt, Tales on Tour. Und dann gucken wir mal weiter. So, ja. Also ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich die Geschichte schon vorher... Bisschen hinkt das hinterher, ne? Kann es sein, dass es ein bisschen ruckelt, so ein bisschen hinterherläuft? Ist nicht ganz sauber. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich das schon von vornherein gespielt habe. Also jetzt gespielt habe. Ich wollte es unbedingt spielen und... Ah, ich bin mir dann auch nicht sicher, ob es wirklich nur ein, zwei Wochen... Also die erste Woche ist jetzt schon rum. Die nächste Woche... wäre dann diese zweite, die ich damals gesagt hatte. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob das so... Ding ist. Also zu Anfang sah es so aus, aber die haben dann jetzt die Tage, hatten die noch Kabel noch gezogen. Wenn die jetzt noch splicen müssen und dann noch auflegen und dann alles wieder vielleicht noch einbuddeln, wobei der größte Teil ist schon eingebuddelt. Ja, dann machen wir so, dann habe ich das schon und ihr seht das schon und wir können dann streamen. Falls ich mit der Story dann noch nicht fertig bin und ich könnte streamen, dann werden wir die Story natürlich als Live-LP weiter streamen. Oder dann alternativ die Sith-Kriegerin, die Main-Story, würde ich sagen. Die andere Story brauchen wir dann eigentlich nicht, wobei es, glaube ich, ganz lustig wäre, mal diese Story hier auch als Sith oder sowas durchzuspielen. Gut, aber ich verabschiede mich jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.